Anscheinend ist die Katze schon. Papa. Also der Mann sagt, wir sollen weiterfahren. Jetzt geht's los. Wir packen den Van und machen ihn fahrtauglich. Didi hat sich noch was Hübsches, Sommerliches angezogen. Perfekt. Und jetzt muss ich diese Sachen hier alle wegmachen, damit das bei der Fahrt nicht runterfällt. Stimmt's, Fabi? Ja. Und weil wir die lokalen Geschäfte viel lieber unterstützen als die großen Supermärkte, müssen wir 3 Touren fahren. Zum Mini-Supermarkt 1, zum Mini-Supermarkt 2 und zum Gemüse- und Obsthändler. Ich kann nicht die anderen ändern, aber ich kann anders sein. Früher war ich der ultimative Gewohnheitspapa, bloß nicht in ein neues Geschäft gehen. Und jetzt fahren wir hier rum und die ganze Familie sagt, wir können doch zu dem Supermarkt gehen, wo wir schon mal waren. Und ich sage, warum? Wir sind jetzt schon an 3 Supermärkten vorbeigefahren. Da hätten wir auch halten können. Tja, so ändern sich die Menschen. Mama hat hier die Katze auf der Straße gefunden und möchte sie von der Straße holen. Sie packt sie jetzt mit der Tüte an. Anscheinend ist die Katze schon kaputt. Wenn sie schon tot ist, kann sie nicht mehr gerettet werden. Okay, Katze von der Straße geholt. Also der Mann sagt, wir sollen weiterfahren. Wir sollen einfach weiterfahren. Wir sollen die Katze hier lassen. Die Katze lassen? Naja. Und wer macht sie denn weg? Keine Ahnung. Ich mache sie weg. Vielleicht jemand, der hier wohnt. Also Fabian, wir dürfen nicht hier auf einem fremden Grundstück ein Tier vergraben. Das dürfen wir nicht. Puh, das war hart. Ich habe noch nie eine Katze von der Straße geholt. Eigentlich wollten wir ja einkaufen fahren. Also machen wir das jetzt noch. Der ist ja klein. Der ist immer klein hier. Ist es, geht es? Okay, Manu ist gleich mal vor dem gesunden Regal gelandet. Also, Wieder weg.
Wir sind in Vans heißt. Mit Tellern gebracht hat. Obrigado. Jetzt sind wir hier bei unserem Gemüseladen. Und jetzt ist er geschlossen. So was. Weiterfahren oder warten? Weiterfahren! 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 Mittagessen. Okay, Fabi. Jetzt sind wir hier in der Pizzeria und wir haben eine große Pizza bestellt. Eins, zwei. Jetzt macht er die in den großen Karton und jetzt bringt er sie uns. Oh, yes. Lecker, 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 lecker. Jetzt probieren wir sie erstmal, okay? Ja. Also gut. Dann gehen wir mal. Hier gibt es nämlich eine riesengroße Pizza, die wollte ich eigentlich bestellen. Jetzt hat er aber die kleine gebacken. Die ist natürlich günstiger. Essen wir erstmal die kleine, okay? Das sieht aus, als sei da Schinken dabei. Also Margarita mit Schinken. Achtung, Pizza kommt. Und Fabi mit der neuen Frisur isst Pizza.